One, two, three, four. Hallo Leute, ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal, wie ihr aus einem einfachen Rhythmus mit ein paar Betonungen coole Effekte machen könnt. Und zwar, ich habe ja als Grundrhythmus den Shenan genommen. Ich mache euch den nochmal vor. Und zwar, am besten ihr spielt ihn auf der Stelle, das heißt, ihr bewegt die Hände nicht so hin und her. Ich mache es euch mal vor. Okay, jetzt mach's mal ein bisschen langsamer. One, two, three, four. Das ist also der Shenan. Ich blende oben mal auch noch die Playliste ein, wo ihr den Shenan nochmal findet und üben könnt. Aber ich zeige ihn euch trotzdem nochmal. Es ist ein 6/8, das heißt. Okay, das machen wir mal kurz gemeinsam in einem gemütlichen Tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das ist der Shenan. Den musst du können, für das, was jetzt kommt. Das ist nicht schwer, den übe einfach ein bisschen und dann geh den Schritt weiter. Jetzt zeige ich dir die Erweiterung. Und zwar, du spielst den Shenan und mit der Nebenhand ziehst du dann deine Hand auf die Höhe und aus den Taps, also was haben wir überhaupt? Wir haben ja Bässe und wir haben Taps. Taps sind die Töne, das sind die Schläge, die nicht betont sind. Das sind wie Katzenpfoten, ja, also. Diese zwei. Und jetzt ziehst du mit deiner Nebenhand, ziehst du dir auf die Höhe und machst dadurch eine Betonung. Ich mach's euch nochmal erstmal schnell vor, ja? Okay, jetzt machen wir es zusammen mal langsam. Ding, 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 ding. Okay, one, two, three, four. Okay, hast du es? Jetzt machen wir es nochmal gemeinsam. Vielleicht noch ein bisschen langsamer. One, two, three, four. Das ist es, Leute, das ist es. Mach dich damit vertraut und ich will dich damit inspirieren, mit diesen betonten Schlägen. Lass dir einfach selber welche einfallen. Lass deine Hände ein bisschen tanzen auf deiner Trommel und probier es einfach aus. Ja? Die Basis ist der Shenan hier in diesem Fall. Das kannst du auch bei allen anderen Roll-On-Rhythmen machen. Ja? So, das Video endet damit. Ich werde jetzt noch ein kurzes Stück für dich spielen, für euch spielen, zur Inspiration. Ich werde ein bisschen rumzaubern. Bisschen mehr machen, um dich anzuregen. Ja. Ich bin Ingo Gutmann und wünsche viel Spaß beim Trommeln und hab einen schönen Tag.